Eigentlich bringt er ja der Nation Platz und Sitz bei. Jetzt macht er aber auch eine neue Quizshow. Und die kommt ganz ohne Tiere aus. Fufis Film und Fernsehen in Serie heute mit Martin Rütter, neuerdings auch Quizmaster bei Vox in der Show mit der roten Kugel. Dieser Satz löst ganz viele Fragezeichen bei mir aus, das musst du bitte mal erklären. Also tatsächlich, klar, die rote Kugel ist das Logo von Vox und es ist natürlich nur logisch, sich mit dieser Kugel was einfallen zu lassen. Und daraus ist tatsächlich eine Quizshow geworden, die viele Elemente vereint. Also du musst eine gewisse Bauernschleue haben, du musst ein bisschen kombinieren können, du musst taktieren können, aber du brauchst auch ein Spielgeschick, denn am Ende kannst du nur Geld gewinnen, wenn du in der Lage bist, die rote Kugel in ein Loch zu versenken. Die rote Kugel steht für Vox, sieht man ja auch im Logo und immer kurz vor der Werbung und so, das verstehe ich alles. Du stehst eigentlich für Hunde, jetzt kommst du als Quizmaster auf den Sender. Wie ist das denn passiert? Ja, die rote Kugel steht natürlich total für Vox, aber gefühlt auch sehr für mich, weil ich ja jetzt wirklich seit 12 Jahren im Sender bin, mich da unglaublich wohlfühle und ich habe jetzt jahrelang immer gesagt, Leute, solltet ihr irgendwann nochmal ein Quiz machen, ich wäre wohl dabei. Und so kam dann eins zum anderen und ich finde auch die Art des Quizzes, das wir da spielen, passt auch einfach total zu mir, weil ich eben nicht nur Fragen vorlese und sage A, B, C oder D, sondern die Menschen müssen ja selber so ein bisschen antizipieren. Wir haben ein Touchpad, wo die in Bildern die Lösungen reinschieben können. Und das macht es eben so einzigartig, aber auch so kompliziert für den Zuschauer im ersten Schritt, weil er eben mitraten muss und aber vor allen Dingen für den Kandidaten sehr komplex. Es gibt noch eine Besonderheit. Du spielst immer nur mit Paaren, richtig? Ja, meine Kandidaten sind immer Paarkombinationen und die müssen sich tatsächlich richtig gut kennen. Also die müssen nicht verwandt sein. Wir haben Verwandtschaft gehabt, also Mutter und Sohn. Wir haben Geschwister gehabt, Tante und Neffe. Das geht alles, aber wir haben natürlich auch Arbeitskollegen gehabt, beste Freunde, WG-Mitbewohner. Es ist total wichtig, sich gut zu kennen, weil man sich wirklich strategisch gemeinsam da durchhangeln muss. Und wenn man dann nicht weiß, wie der andere tickt, hat man eigentlich überhaupt keine Chance. War es denn für dich von Vorteil, dass du zumindest weißt, wie Menschen ticken als Hundetrainer? Weil das Problem ist ja immer am anderen Ende der Leine. Ja, man kann sich erstmal fragen, haben die bei Vox einen an der Waffel, einen Hundetrainer zum Quizmaster zu machen? Aber wenn man sich die Sendung anschaut, wird es sehr schnell logisch, denn meine Aufgabe ist ja, die Menschen so an die Hand zu nehmen und denen zu erklären, was passiert jetzt hier und die auch hier und da mal zu etwas zu verführen, was sie vielleicht gar nicht tun wollten oder im Gegenteil, die auch mal zu bestärken in etwas. Und wenn man sich jetzt meinen Beruf als Hundetrainer anguckt, dann ist es ja genau das Gleiche, dass ich im Grunde Menschen coache und begleite. Deshalb ist das gar nicht so weit voneinander entfernt. Also können wir jetzt auch ganz selbstbewusst behaupten, der Rütter kann auch Quizmaster. Ja, ob ich es kann, muss ja dann der Zuschauer bewerten. Das Lustige war aber, dass wir bereits bei der ersten Folge alle das Gefühl hatten, das fühlt sich an, als würden wir gerade die 60. drehen. Und es kam zufällig in das Studio jemand, der also gar nichts von dem ganzen Thema wusste, kam da rein, hat sich 20 Minuten so angeguckt und gesagt, seit wann läuft das denn? Also der hatte auch nicht das Gefühl, da fremdelt irgendjemand. Und ich glaube, der große Gag ist, dass ich mir wenig Gedanken mache, dass ich einfach genauso bin wie immer. Also das war auch für uns alle immer klar, dass ich jetzt nicht in einem Anzug da sitze oder ich sage jetzt mal, versuche, wie Jörg Pilawa ganz stringent durch eine Sendung zu führen. Das bin ich einfach nicht. Und deshalb herrschte auch hier und da ein bisschen Chaos und ist da so ein bisschen Anarchie auch mal angesagt. Was sagst du denn deinen Hardcore-Fans, die jetzt vielleicht, wenn sie sehen, dass du jetzt Quizmaster wirst, Probleme haben oder Angst haben, dass du bald keine Zeit mehr für deine Hunde hast? Ja, ich habe natürlich, also die Zeiten, wo ich wie früher 500 Hunde im Jahr trainiert habe und die Zahl ist wirklich 500, ist schon üppig. Das war aber einfach 10 Jahre lang so. Die ist natürlich vorbei. Ich lande jetzt noch bei knapp 35 bis 40 Hunden, aber trotzdem, wir betreiben 120 Hundeschulen mit 200 Trainern, mit denen mache ich Fortbildungen. Wir haben eine eigene TV-Produktionsfirma. Ich gehe auf Tour, ich schreibe Bücher, ich moderiere jetzt eine Quizshow. Das ist halt einfach ganz viel und ich habe, glaube ich, genau an diesem Mix so einen Spaß. Aber ich werde halt eben auch nichts machen, von dem ich schon selber aus dem Bauch heraus spüre, dann bist du doch eigentlich gar nicht. Also eine Musiksendung moderieren, warum? Das fühle ich überhaupt nicht. Aber bei den Sachen, wo ich spüre,
ach, dann schlummern zu Indie und da hast du einfach Bock drauf. Das mache ich dann auch einfach. Dann viel Glück mit der neuen Show. Die erste Ausgabe von Die Rote Kugel gibt es am Mittwoch bei Vox. Danke, Martin. Tschüss.